Hallihallo, Dungeon Frog hier. Und in der letzten Folge haben wir nach einem etwas schwierigeren Kampf die Blutkönigin besiegt. Und haben jetzt die Fähigkeit bekommen, um Blut aufzusaugen. Damit kommen wir an der einen Stelle weiter, wo es weiter nach unten geht. Aber zuallererst würde ich erstmal noch hier in dem Bereich, wo wir sind, noch ein bisschen was erkunden. Und danach erst zu der nächsten Stelle gehen. Ich muss sagen, ich habe insgesamt ziemlich viel Spaß an dem Spiel. Nutze jede freie Gelegenheit momentan, hier ein bisschen weiter zu spielen. Spricht also fürs Spiel. Gucken, eigentlich müsste ja hier eigentlich nur ein Durchgang sein. Ding noch was? Ein roter Regenschirm. Oh, wie schafft man das denn? Wäre ja cool, wenn es eine Waffe wäre. Ah. Oh, der macht sogar viel Schaden. Ein Schwert. Hat höheren Schaden. Sonst steht hier nichts. Ich versuche ihn mal. Das wird auch zu unserem Charakter äußeren passen. Fühlt sich ein bisschen langsamer an. Aber vielleicht denke ich mir das nur. Bringt uns auch irgendwas? Das wäre ja lustig, wenn wir irgendwie damit in der Luft gleiten können. Cool. So. Ah, jetzt sind wir hier und können das Ding einfach hier zur Seite schieben. Ist das irgendwas? Ich glaube nicht so wirklich. Ah, wir hätten noch gucken sollen, ob hinter der Wand was ist, aber ich denke nicht. Jetzt haben wir auch einen Shortcut in dem Bereich. Gehen direkt wieder zurück. Testen dann das obere Gebiet hier. Und dann weiter. Was haben wir da gemacht? Wie wir das? Unten und rechts? War. Keine Ahnung. Irgendwie erscheint mir die Fähigkeit nicht so nützlich so zu sein, aber vielleicht finden wir ja irgendeinen einen Nutzen dafür. Vielleicht macht er ja auch viel Schaden. Ja gut, hier hoch. Wir haben wahrscheinlich unseren Stromstrahl gerade an. Der Damage ist auf jeden Fall nice. Hier kommen wir noch gar nicht hoch, ne? Fehlt uns auf jeden Fall irgendwas. Oder. Ah ne, hier fehlt uns was. Das Stück können wir nicht überspringen. Okay. Dann gucken wir nochmal hinten das Stück. Oder hier geradeaus durch und dann nach unten. Erstmal oben dann. Weil hier kamen wir auch nicht weiter. Ich bin mal gespannt, was wir da noch für einen Skill bekommen. Damit wir die ganzen Räume noch erkunden können. Wollte ich noch nicht hin, ich wollte einfach in die andere Richtung. Ach nee, da müssen wir einmal ganz außen rum. Na gut, dann geht's hier lang. Prüfen diese verdächtige. Wir überprüfen diese verdächtige. Oh, okay. Erstmal den Loot. Eine neue Frisur, sehr geil. Jetzt weiter runter. Hier ist einfach ein Stuhl. Schöner Stuhl. Hier würden wir runterfallen. In den nächsten Safe-Raum. Und in der Nähe des Teleporters. Weiß ich nicht, wie nützlich das insgesamt ist. Gerade nicht so. So, jetzt laufen wir den ganzen Weg nochmal im Kreis, um hier das eine Räumchen zu erforschen. Aber wir kommen nochmal hier oben ein bisschen weiter. Oh! Das Versteinerung. Okay. Das hat also aber viel Schaden gemacht. Okay, die Locke hat allerdings den Weg frei gemacht. Eigentlich nicht ganz, wie ich geplant habe. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich noch weiter hochkomme. Jetzt eben. Aber. Ah, wahrscheinlich kommen wir. Nicht so einfach hoch.
Das war vielleicht der Blitzstrahl. Ah doch, das könnten wir schaffen. Eventuell da eins hochzuspringen. Aber ich glaube, von da aus sieht es dann wiederum schlecht aus. Allerdings müssen wir ein bisschen den Bogenschützen da loswerden. Ah, könnte schwieriger werden als... Aber haben wir... Wir könnten mit unserem Blitz natürlich ein bisschen was... Okay. Oh. Ich glaube, der Gegner hat sich gerade selber gekillt, indem er da runtergefallen ist. Sollte aber der Weg halbwegs frei sein, bis auf das Blitzding. Ja, allerdings auch zum ersten Mal sogar gekillt haben. Oh. Versuch's noch einmal. Allerdings sah der Sprung mir relativ knapp aus von der Distanz her. Und diese fliegenden Nerven. Ich mag diese Versteinerungs-Dudes. Sind nervig. Nee, ich glaube, das bringt jetzt nichts. Also gehen wir hier noch das kleine Stückchen weiter. Ah, hier ist nur eine Kiste, aber es ist eine grüne Kiste. Eine Torte. Okay, wir sind jetzt hier. Wir könnten... Ich weiß gar nicht mehr, ob wir da nach oben links konnten. Leben haben wir noch so lala viel. Wir können es mindestens weiter versuchen. Hier in dem Raum. Oh, den hab ich nicht gesehen. Ich glaube, hier hoch konnten wir aber auch nicht. Nee. Dann sind wir... Können wir jetzt wieder ganz runter und einmal ganz hinten durch. Nehmen auf dem Weg den Safe Raum mit. Mauer verdächtig. Oh, süßer Affe. Oh. Man fühlt sich so stark, wenn man die Gegner jetzt mit einem Schlag bewegen kann. War es auch wieder lustig, dass hier der, dass der Regenschirm als Schwert bewertet wird. Dann war zu langsam. Wollte ich den Safe Raum da unten mitnehmen? Echt nicht. Irgendwie fühle ich mich mit 200 Leben noch immer ziemlich sicher. Auch wenn mir das Spiel sagt, ich bin jetzt im gefährlichen Bereich. Ja, wir teilen echt gut aus, aber wir stecken auch noch immer ziemlich gut ein. Ah, die zwei sind für ja ausgewichen. So, mal gucken, ob uns das jetzt irgendwas bringt. Ich fürchte allerdings nicht. Und hier unten in dem Wasserlevel kommen wir wahrscheinlich auch noch nicht vorwärts. Wir sind aber allerdings dann nicht mehr so weit weg von der Stelle, wo man sich dann runter teleportieren kann. Runter das Blut absaugen kann. Ah, hier kommen wir auch gar nicht weiter, ne? Hier ist einfach die Wand noch da oben. An jeder Stelle. Ach nee. Da bräuchten wir irgendwas ganz anderes. Dann springen wir jetzt hier runter und sind gleich an der neuen Queststelle.
kriegen noch einen Save Point auf dem Weg. Und dann gleich mal den neuen Zauber aus. Das einzige Doofe ist, wir haben nicht so viele Heiltränke. Hier irgendwo ein Teleporter. Ja. Naja, vielleicht haben wir ein bisschen Glück und finden noch ein bisschen was. Wir haben zumindest viele Mahlzeiten gefunden. Wir können uns dann im Notfall auch hochheilen. Das war eigentlich hier oben. Ach, auch eine Wand. Jeder Mäuse wird auch immer mehr. Allerdings sind sie nützlich, weil man auch diese kleine Halbränke machen kann. So. Da sind wir auch am Ziel. Mal gucken, wie das jetzt funktionieren wird. Schärfe und dann wahrscheinlich hier wieder. Irgendwas, was nach Blut klingt. Nee, scheinbar nicht. Vielleicht hier? Nee. Hier? Nee. Hier? Nee. Okay. Dann hier. Blutstrahl. Damit sollte das eigentlich funktionieren. Ich hoffe, das war jetzt der Skill. Das ist allerdings der E-Skill. Nee. Der F-Skill. Sieht richtig cool aus, die Animation. Fällt mir gut. Speicherbar. Haha, wie cool. Aber gefällt mir gut. Vielleicht können wir uns damit auch heilen. Hätten wir noch einen guten Nahkampf-Mili-Heilzauber. Passt auch wieder farblich in unser Thema rein. Kommen wir jetzt einfach hier so runter? Nein, können wir da auch einfach runter. Oh, und wir kommen in eine Mine. Stacheln. Bin mal gespannt, wie die Ebene heißt. Aber gut, wenn es hier so aussieht, vielleicht kriegen wir ja da auch unser Upgrade fürs Schwimmen. Denn die Schwimm-Areas sehen ja auch alle ähnlich aus. Ja, nicht so viele Geheimtüren heute für uns. Aber ich glaube, die Gegner hier sind schon ziemlich stark. Die Blutkönigin war nicht so schwach. Na gut, den noch mehr Fledermäuse. Wir testen mal den Skill. Bloodsteel! 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 Keine Ahnung. Habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das Skill funktioniert. Dann lese ich mir gleich nochmal durch. Okay, das war jetzt einfach mal ein langer Gang. Können wir allerdings nicht gucken. Erstmal geradeaus weiterlaufen. Ah, jetzt kommen wir vielleicht auf die andere Seite von dem Wasserlevel. Oh, der Beyblade macht aber keinen Schaden mehr. Allerdings müssen wir hier schwimmen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt hier weitergehe, nicht mehr zurückkomme. Allerdings können wir eh nicht so weit. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Okay, hier ist eine Kiste. Fisch. Hm. Okay, interessant. Okay, gehen wir wieder zurück. Passage ist vielleicht irgendwann eine Abkürzung, wenn wir dann mal den anderen Skill haben. Oh. Oh. Ein
Frosch mit Flügeln? Finde ich gut. Durchdringen. Stürmt mit angelegtem Speer durch die Feinde. Oh, ein Safe-Raum, sehr gut. Was Neues? Dass die Fledermäuse keinen Schaden machen. Wir dringen immer tiefer ein. Oh, was ist das für ein... Hufsauge. Ach, Korn. Richtiger Korn. Unser Blitzzauber ist auch echt praktisch dafür, Fackeln zu töten. Komm, da muss doch irgendwas sein. Echt nicht? Ein dünner Wand? Hier sagst du auch nicht. Einfach nur ein blöder Raum. Komisch, komisch. Oh, da ist was. Max MPA. Und hier mehr Gegner. Oh, wir kriegen eine neue Schärfe. Auge des Detektives macht unsichtbare Wände sichtbar. Oh, auch natürlich praktisch. Wir skippen einfach alle. Ja. Ich bin ein bisschen Fisch, muss ich sagen. Das müsste eigentlich vor dem nächsten Boss ja. Eigentlich kommen ja immer Safe-Räume direkt vor den Bossen. Das heißt, wir müssten, bevor wir zum nächsten Boss kommen, eigentlich noch mindestens einen Safe-Raum finden. Warum castet die? Hat sie jetzt auf die Fledermaus gecastet? Nur eine Stunde später? Oh, hier sieht es nach Schwimmen aus. Da kommen wir noch nicht runter. Okay, kommen wir auch nicht weiter. Allerdings fühle ich das. Oh Gott, der nächste Boss wird vielleicht nur unter Wasser oder Wasserboss. Ein Oktopus. Ach, ein Stück können wir von dem besiegen. Ich habe nur den Namen nicht gesehen. Und ein Wasserpferd. Das finde ich gut. Oh nein, ich kann den Loot nicht kriegen. Oh nein. Ich kann den Wasserboss. Ist jetzt so ein bisschen wie beim Doppelsprung. Oh. Interessant, hier ist ein Teleportraum. Wir kommen also hier erstmal nicht weiter. Ich überlege gerade, konnten wir da jetzt noch rechts gerade laufen? An dem Safe-Raum? Ich glaube schon. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal wieder hoch. Aktivieren mal den Teleporter. Ich weiß noch nicht, ob man die aktivieren muss. Und, könnte natürlich jetzt sein, auch dass einer der beiden neuen Wassermonster die Fähigkeit hat, damit wir. Oder irgendwas müssen wir vielleicht craften, irgendwelche Schwimmflossen oder so. Ich weiß. Allerdings, wenn der hier was droppt, dann kommen wir nie an das Loot dran, außer wir halten den hier in die Mitte des Raums rein. Wie beim Doppelsprung, weil ich das noch nicht gesagt habe, mit den Möglichkeiten, die uns das Schwimmen erlauben würde. Aber den Raum haben wir, glaube ich, einfach gegeben. In der Richtung ist es ein bisschen schwieriger. Oh. Auge. Geht.
Vielleicht kommt ja auch noch der Boss in die andere Richtung. Oh, der versteinert uns. Krass. Ich auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, wenn man versteinert ist, kriegt man auch mehr Schaden. Sein Fall vorhin so aus. Oder der eine Blitzer macht halt so viel Schaden. Na gut, vielleicht kommt doch hier ein Boss, weil wir haben die Richtung ja noch nicht erkundet. Oh, Errungenschaft freigeschaltet, Dämonenjäger. Ja. Okay, mal gucken, kommt hier noch ein Boss? Nee, aber irgendwas anderes? Okay. Wieder so eine Beyblade-Kutsche mit versteinernden Dingern. Laufen wir erstmal den hinteren Weg lang. Latin und ein Rosenring. Ich glaube, das war der für Mana-Regeneration. Scheint mir das System noch für nicht wirklich zu sein, oder? Da oben irgendwas? Irgendwie. Weiß ich nicht. Auf den ersten Blick sieht mir nicht verdächtig aus. Eventuell die eine Wand hier irgendwo. Weiß ich noch nicht, wozu sie einen Aufzug da geschaffen haben, aber irgendwie kommt er mir da nicht zufällig vor. Oder vielleicht soll ich denken, dass der da nicht zufällig ist, und der ist zufällig da. Die Stelle sieht interessant aus. Ja. Ich glaube aber, wie komme ich denn da jetzt am besten? Ich brauche unseren Laser. Ah, mit höheren Stufen kriegen wir auch eine höhere Reichweite. Das heißt, an manchen Stellen, wo wir jetzt noch nicht rankommen, kommen wir dann allerdings vielleicht mit einer höheren Stufe ran. Ah, warum können wir denn von da aus nicht doppelt springen? Und was finden wir? Noch ein kritischer Schlag. Okay. Könnten wir jetzt zwei von anziehen. Vielleicht sogar gar nicht so eine doofe Idee. Aber ich halte erstmal mein Setup. Mit dem einen Damage Ring und einem kritischen Ring. Rush erstmal geradeaus durch. Ziemlich viele Optionen. Verdächtige irgendwie die Wand da oben. Ich habe unsere P jetzt aufgelevelt. Oh, da ist was? Einfach nur von dem einen Damage so krass gegen die Wand. Oh, schade, ich dachte, da wäre jetzt irgendwas. Da. Na gut, da gucken wir halt mal noch nach der Kiste. Den Rest von dem Raum. Mahagoni. Irgendwann müssten wir vielleicht sogar gucken, welches der Gegenstände am meisten Gold wert ist. Und das dann für Gold sparen. Einfach damit wir manche Sachen, die so viel Gold kosten, kaufen. Ein neuer Safe-Raum, sehr gut.
Hier wieder ein neuer Safe-Raum, also vielleicht ist jetzt hier wieder der Boss in der Nähe. Und mehr Pferdchen. Können fliegen. Interessant. Oh, wir scheinen irgendwie einen Durchgang von da nach da zu finden. Auch interessant. Und das ist hier kaputt. Ah, hier ist, ich glaube, zu dem anderen Raum, wo man den Schalter bin. Nee. Nee, hier muss man einfach schwimmen, was uns nichts bringt. Okay, jetzt gehen wir wieder den ganzen Weg zurück. Hey, cool. Okay, das soll dann sowohl sowas wie ein Shortcut sein. Und daraus kommen wir immerhin ziemlich tief ins Wasser. Aber ich würde sagen, wir sind für heute fertig. Es geht nämlich gleich wieder los. Leider nur eine kurze Runde. Aber ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, Dungeon Frog.